Mein Name ist Chancellor Miller und ich spiele Justus Jonas bei den drei Fragezeichen. Mein Name ist Nick Price und in die drei Fragezeichen das verfluchte Schloss spiele ich Peter Shaw. Hallo, ich bin Cameron Monaghan und ich spiele Bob, verantwortlich für Recherche und Archiv. Die drei Fragezeichen sind junge Detektive. Und wir lösen jede Art von gruseligen und rätselhaften Geheimnissen. Justus, der intelligente erste Detektiv. Peter, der sportliche, athletische zweite Detektiv. Und Bob, der Bücherwurm, der sich um Recherche und Archiv kümmert. Sie alle haben ihre speziellen Eigenschaften, die dazu beitragen, die Fälle zu lösen. Vielleicht hilft das weiter. Die Fragezeichen stehen für unbeantwortete Fragen, ungelöste Rätsel, unerforschte Geheimnisse, die wir zu lösen versuchen. Justus ist natürlich der Kopf und hat so eine gewisse, hoffentlich liebenswerte, altkluge Art. Sie hat er immer schon gehabt. Ich glaube, es geht Chancellor ganz gut hin. Obwohl er als Typ ganz anders ist als Mensch. Justus zu spielen macht großen Spaß. Es ist eine ganz besondere Rolle. Justus ist sehr intelligent und immer total auf den Fall konzentriert. Manchmal vergisst er Spaß dabei zu haben. Er ist sehr vielschichtig. Na, geht doch. Hier, fang. Peter ist der Sportliche und der Typ, auf den die Mädchen stehen, dem Spaß sehr wichtig ist. Zugegebenermaßen ist er ein wenig ängstlicher und nicht ganz so clever wie die anderen beiden. 1895. Das bedeutet ja... Völlig richtig. Das ist der Stephen Terrell. Du weißt, wer das ist? Nein, vielleicht... Er war ein großer Erfinder, der Leonardo da Vinci seiner Zeit und... 1800... Wurde durch eins seiner Experimente sein Gesicht furchtbar entstellt und er ist spurlos verschwunden. Bob ist der Bücherwurm. Er ist ein wenig steif und unsicher im Umgang mit Mädchen. Was hast du meiner Tochter angetan? Gar nichts, ehrlich. Auch nicht mal berührt. Entschuldige, mein Sack. Naja, mal ganz kurz mit meinem Sack, aber nur ganz kurz und es hat nicht wehgetan. Bob, ich glaube, du hast genug gesagt. Die Jungs sind ganz, ganz normal und sind jetzt nicht irgendwie Surfer oder sowas oder, keine Ahnung, Skateboard-Cracks oder irgendwie sowas in der Art. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass sich jeder da eigentlich wiederfinden kann. Das sind keine Supermänner. Nichts mehr drauf. Wartet mal, irgendwas habe ich gesehen. Wir sind Ermittler. Wir konnten den Verdächtigen... Sie müssen zu Stephen Terrells Haus, um es zu finden. Was war denn das jetzt für deine Eltern? Ein Mann namens Stephen Terrell hat irgendwas versteckt. Meine Eltern haben es für irgendjemand in Sicherheit gebracht, der immer noch danach sucht. Klingt nach einem typischen Fall für die drei Fragezeichen. Unheimlich, gefährlich, kaum lösbar. Jetzt haben sie den Rolls-Royce und es tauchen auch Onkel Titus und Tante Mathilda tauchen jetzt auf. Und man sieht viel mehr von Rocky Beach und es ist also schon... bisschen mehr an dem, was man so kennt von den drei Fragezeichen. Warum landen die drei Fragezeichen eigentlich immer an so Orten wie diesem verfluchten Schloss? Gehen wir wieder. Hier wohnt niemand. Er ist hier. Er ist im Haus. Wer bist du? Peter. Woher kennst du meinen Namen? Das ist der Fluch des verfluchten Schlosses. Du wirst hier immer währendes Pech haben. Die waren immer gruselig und irgendwie spannend und unheimlich. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil des drei Fragezeichen-Gefühls. Ist für dich. Nichts mehr drauf. Wartet mal, irgendwas habe ich gesehen. Wir sind Ermittler. Wir konnten den Verdächtigen... Sie müssen zu Stephen Terrells Haus, um es zu finden. Was waren das jetzt für deine Eltern? In Terror Castle, we get in das verfluchte Schloss finden wir ein Video von Justus Eltern mit einer geheimen Botschaft. Who give a somewhat cryptic message. Ein Mann namens Stephen Terrell hat irgendwas versteckt. Meine Eltern haben es für irgendjemand in Sicherheit gebracht, der immer noch danach sucht. Klingt nach einem typischen Fall für die drei Fragezeichen. Unheimlich, gefährlich, kaum lösbar. Wir hören etwas von einem verfluchten Schloss, finden heraus, wo es sich befindet und fahren dorthin. Warum landen die drei Fragezeichen eigentlich immer an so Orten wie diesem verfluchten Schloss?
Das Schloss ist ziemlich beeindruckend. Es wurde im Türkeiwald gebaut und sieht einfach unglaublich toll aus. Die Ausstatter haben tolle Arbeit geleistet. Es ist, als wäre man in einem Haus aus dem 19. Jahrhundert. Gehen wir wieder. Hier wohnt niemand. Die Tapete blättert ab. Es ist düster und alles sieht moderig und alt aus. Es sieht so aus, als würden die Sachen dort schon viele Jahre vor sich hin modern. Das gesamte Filmset wurde in stundenlanger Arbeit mit Spinnweben überzogen. Diese Treppen betreten wir einige Male im Film. Dort entlang geht es in einen großen Flur, der einen ganz speziellen Teppich hat. Das liebe ich am Filmemachen. Man kommt dazu, wirklich coole Sachen zu machen. Verschwindet aus meinem Haus. Ist für dich. Es gibt so viele Special Effects in diesem Film, besonders im Haus und wenn wir daraus vertrieben werden. Verschwindet aus meinem Haus. Im zweiten Teil sind es viele kleine Sachen, die funktionieren müssen. Viele kleine Spezialeffekte, die funktionieren müssen. Hier fliegt was in die Luft, da kommt irgendwo Rauch raus. Das wird auf der Leinwand einfach fantastisch aussehen. Wir trennen uns. Bist du noch ganz dicht? Hast du noch nie einen Horrorfilm gesehen? Wenn man sich trennt, ist das der sichere Tod.